Auf jeden Fall, Aufnahme ist gestartet. Okay. Siehst du eine Zeit? Die werden sie. Die stehen schon. Okay. Ja, die stehen schon und sind teilweise auch schon gepatcht, also. Aha. Oh, jetzt wäre es gut zu wissen, ob die 11-2 oder 10-2 gegen Kanada gespielt haben. Wann? Zum Nations Cup. Ich habe mein Handy gerade nicht hier, das lädt. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ja, dann muss ich das gleich einfach sagen, das ist deutlich, also, ne? Ich überlege gerade, welches Spiel das war. Ich will mal kurz schauen. Da sind wieder Olli Steiger, Micha. Okay, 3 Minuten noch. Kannst du mir sagen, weil er. Ich suche gerade irgendeinen Anhaltspunkt, woran wir festmachen können, wie weit hinten ich bin. Wie gut hörst du Mario im Stream? Einigermaßen gut. Er hat gerade Ägypten gesagt. Schlachtruf der Deutschen. Defense besser. Ich freue mich total, dass ihr da naja. Dass ihr hoffentlich reichlich eingeschaltet habt. Hey, diesmal haben wir sogar eine Einblendung, wie was das so alles ist. Yay. Du hast sie gestern gesehen, sie haben gegen die Türkei gespielt. Marios Antwort. Ja. Okay, wollen wir reingehen? Können wir machen. Okay. Okay, dann starte ich, ja? Jo. Schnitzlige Grüße. Willkommen zum nächsten Spiel. Deutschland gegen Kanada heute. Ich bin mal wieder dabei. Das Türkei-Spiel habe ich leider verpasst. Allerdings darf ich wieder unseren wunderbaren Flo begrüßen. Moin. Moinsen. So, Flo. Bei Kanada spielen ja. Übrigens Doug, Blair und Ahmad. Ich werde mir diese Namen nicht merken. Ich werde nach wie vor einfach die Nummern sagen. Großartig. Übrigens 6, 1 und 7. Ja, ich wollte erstmal. Es ist erstmal. Nee, nicht zu vorschnell hier. Aber wir können erstmal ja schauen, wie ist so die Erwartung, die wir jetzt an das Spiel haben können. Bevor jetzt das Spiel startet, wir können ja dann nochmal auf die Aufstellung eingehen. Was glaubst du, wie das Spiel, was man von diesem Spiel jetzt erwarten kann? Wir haben natürlich gestern schon eine doch eher unerwartete Niederlage gegen die Türkei gehabt mit, und hier zitiere ich unseren, in Anführungszeichen, weltbesten Centerspieler der Welt, mit vielen individuellen Fehlern. Wenn es der deutschen Mannschaft gelingt, diese auszubessern, gehe ich davon aus, dass sie eine Chance haben, gegen Kanada zu gewinnen. Man muss dazu sagen, dass Deutschland beim Nations Cup gegen Kanada, ich glaube, 10-2 gewonnen hat. Und von daher ist auf jeden Fall Deutschland hier der absolute Favorit. Das gestrige Türkei-Spiel konnte ich mir leider noch nicht komplett angucken. Ich weiß nicht, wie gravierend diese individuellen Fehler waren. Allerdings muss man auch sagen, dass die Türkei aktuell extrem gut einfach spielt. Und ich weiß nicht, ob das unerwartet war, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass unerwartete Fehler, eine unerwartete Niederlage vielleicht so ein bisschen, dass es vielleicht ein guter Begriff dafür ist, auch wenn die Türkei aus meiner Sicht ein Favorit hier in diesem Turnier ist.
Bin auf jeden Fall gespannt. Wir sind auch schon mitten im Spiel drin und wir haben mittlerweile auch das Glück, dass Mario viele Sachen auch auf Deutsch kommentieren darf, damit er auch einen qualitativ hochwertigen Teil des Commentaries im Originalstream beisteuern kann. Dann muss die ganze Last nicht auf uns lasten. Genau. Yeah, da ist das erste Tor für Deutschland. Und du bist wieder Ticken vor mir. Okay, dann überlasse ich dir anzusagen, wo das Tor reinging. Ich glaube, das war auf der rechten Seite, oder? Ich bin genau, mir nicht ganz sicher. So 5,5. Okay, ja. Genau. Wir haben mit der Nummer. Spieler mit der Nummer 6 von Kanada wirft den Ball auf der 7 an, aber direkt im Out. Ball geht bei den Deutschen rechts rein. Michael Dennis nimmt ihn sich, läuft von der 1 auf die 5. Ein schneller Ball. Er kam links rein, aber egal. Ja. Je nachdem, von wo man schauen möchte. Ja, aus Werfersicht. Wir bleiben bei Werfersicht. Irgendwann merke ich mir das. So, aber wir können noch mal kurz auf die Aufstellung eingehen. Du hattest ja schon mal kurz die Kanadier angeschnitten. Bei den Deutschen, wie gestern, soweit ich das weiß, Michael links, Thomas center und Olli rechts. Genau, aus Werfersicht ist das genauso. Es ist übrigens das Glück von Mario, dass er jetzt wirklich ohne Probleme Deutsch reden kann, weil wir ja auch deutsche Zuschauer haben. So, man hört einen sehr motivierten Michael wieder auf dem Feld. Bisher hat er aber auch noch kein Tor gefressen. Ja. Tausche ist schon bereit auf der Bank. Eine 5-6 von der kanadischen Nummer 6. Konter. Nun die 7 mit einer 1-4. Kein Problem für Thomas Steiger. Dieser geht nun auf die 1, wirft eine 1-6. Diese wird auf die Latte buxiert und verlässt dann das Spielfeld. Das war ein knappes Ding. Das war sehr viel Glück für die Kanadier. Das Momentum ist gerade absolut auf der deutschen Seite. Bringen sehr viele gefährliche Aktionen. Und da ist das 2-0 von Oliver Hörauf erzielt mit einer, ich würde sagen, es war eine 3-5. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Bin mir gerade auch nicht sicher. Und da haben wir auch schon das Timeout von Kanada. Das Timeout, absolut richtige Entscheidung. Man hat sehr schnell jetzt in den ersten Minuten, in den ersten Sekunden fast schon, die erstmal in Tore gefressen. Und ich glaube, die müssen sich erstmal wieder ein bisschen fangen und sich nochmal einfach fokussieren auf das Spiel, damit die das jetzt nicht direkt am Anfang aus der Hand geben. Wie gesagt, der Endstand beim Nations Cup war sehr deutlich mit dem 10-2 und von daher, ne, also Deutschland sollte eigentlich überlegen sein, aber natürlich muss man eben hier versuchen, jetzt erstmal den Fokus wieder auf die Defense zu bringen und sich eben nicht von der Offensive der Deutschen einschüchtern zu lassen. Wir haben bei der deutschen Mannschaft übrigens auch einen Spieler auf dem Feld, der die Trinkflaschen, die es zum Nation Cup geschenkt gab, nutzt. Ah ja. Ich konnte interessant, leider, auf was du alles achtest. Ja, ich kann dir auch sagen, dass wir unter anderem Bas Spahn als Schiedsrichter haben. Das heißt, das wird ein interessantes Spiel. Der gute Bas Spahn. Genau. Der Schiedsrichter, der sich nicht zu schade ist, Störenfriede auch aus der Halle zu schmeißen. Ich weiß nicht, was du meinst. Nur werden wir zu einer Weltmeisterschaft natürlich keine Störenfriede haben. Natürlich nicht. So, ein Laufspiel. Ein schöner Konter von Kanada. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt hinten noch bin. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr. Das werden wir gleich herausfinden. Und ja, ein Gegentor, würde ich sagen, ne? Also ungefähr 5 Sekunden. Ich glaube, es war ein bisschen, ich habe noch nicht, na egal. Aber sagen wir so 4 Sekunden knapp, geht. Es geht ja noch. Ist ja egal. Aber es war in der 5. Kommt das hin? Ja. Ich würde hier... Steiger auf jeden Fall vorbei. Ja, also ich würde hier die Hauptschuld, in Anführungszeichen Hauptschuld, schon bei Steiger sehen.
Er hat ihn, glaube ich, hochgelenkt. Also man hat sein Hoch auf jeden Fall deutlich gehört. Weiß nicht. Übrigens rein von der Defense beider Teams. Beide sehr hoch verteidigend, ne? Genau, beide verteidigen weiter vorne, wobei die Deutschen näher an der 3-Meter-Linie sind als die Kanadier. Ja, die Außenspieler der Kanadier sind, ich glaube, einfach eher, also vor allem der Rechtsspieler ist knapp vor der 1,50, der Linksspieler ein Ticken weiter vorne, wenn ich das richtig erkenne. Ja, genau, die sind komplett versetzt, die zwei Flügelspieler. Aber das wäre interessant, das müssen wir mal schauen, ob die sich auch je nach Ansage quasi, ob die sich nach vorne und hinten verschieben, um nochmal den Winkel etwas zu verändern. Also dass zum Beispiel, wenn der Ball links ist, dass der Rechtsspieler einen Ticken weiter nach vorne geht und da nochmal den Winkel ein bisschen zu verkürzen. Aber ja, keine Ahnung. Oder die spielen generell so. Das können wir gleich nochmal uns anschauen. Aber auf jeden Fall, die Kanadier haben sich bisher jetzt wieder gut gefangen. Steht 1-2 aus deren Sicht. Und von daher verkürzt und jetzt sehr viele Bälle gut weggefangen, würde ich sagen. Genau, du sagst es. Jetzt haben wir einen Konter von Michael Dennis, aber der geht ins Leere. Ins Leere nicht, aber ja, also war ungefährlich. Es ist auf jeden Fall ein sehr schnelles Spiel von den Deutschen. Das auf jeden Fall. Jetzt haben wir wieder Oliver Hör auf, der den Ball an sich nimmt. Ah, aber zu schnell und kräftig. Wo ging der hin? Ich hab's nicht genau gesehen. 5. Beziehungsweise so ungefähr 5,5 von den Beinen des rechten Flügelspielers übers Tor hinaus gelenkt. Ja. Ja, zu viel Kraft, ne? Ah. Damit steht es weiterhin 2-1. This is the goal from the German team. Especially Oliver Hörhoff. Oder nicht? Oder? 2-1, ja. Ja, 2-1 für die Deutschen. Ja. Beide versuchen auch relativ, also man merkt, dass der Fokus auf jeden Fall auf hohen Bällen liegt. Es kommen auch mal ein paar flache durch, aber es wird eher mit sehr viel Spin und mit sehr viel springenden Bällen gearbeitet. In Variation mit sehr hohen Bouncern und Three-Hoppern. Beide Teams versuchen auch gerade hauptsächlich die 5 anzugreifen. Meinst du es? Ich finde, es geht relativ viel ins Aus. Also so. Für die Deutschen funktioniert es auf jeden Fall. Ja. Das nächste Tor in der 5 erzielt von, ich habe es nicht vergessen. Ich glaube, es war Olli? Bin aber nicht. Ja, Olli. Ja, doch, stimmt. Ich stütze mich auf Marius' Aussage gerade. Okay. Er wird es besser gesehen haben als wir. Du merkst aber, die Deutschen sind gerade richtig on fire. Ja, die müssen da jetzt, ne? Das ist jetzt ein Pflichtsieg, den die hier einfahren müssen. Von daher, ja. Kam eigentlich gestern jemand noch von der Bank zum einen, also haben die durchgespielt in der Aufstellung oder sind die, haben die gewechselt? Es wurde, lass mich kurz überlegen. Egal, das, konzentriert sich aufs Spiel weiter. Deutschland hat gerade eine Timeout genommen, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und genau. Was denkst du, was wird jetzt mal besprochen? Was wird Stefan Weil den jetzt nochmal mit auf den Weg geben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin gedanklich gerade immer noch. Ja, egal, das hat mich gerade nur interessiert. Die rote Flasche ist übrigens die von Steiger. Cool. Liebe Grüße nach Deutschland. Also ich habe wirklich ich denke auf jeden Fall, dass hier nochmal die Schwachstellen nochmal durchgegeben werden, dass die 5 äußerst gefährlich ist und dass man eben mit ordentlich Spin gut durchkommt. Viele gefährliche Dinger gehen durch und dann eben auch mit schnellen Bällen kann man da auf jeden Fall auch nochmal Lücken reißen, wenn man das Spiel eben nochmal deutlich verschnellert. Und da haben wir direkt das nächste Tor.
Diesmal von Michael Dennis. Ich glaube, der war auch wieder auf der 5, oder? So durch die 5 durch? Ich hätte jetzt 3 gesagt. Ich bin mir gar nicht sicher. Kann natürlich auch die 3 sein. Auf der anderen Seite hat er natürlich jetzt gerade auch wieder genau bei sich ein Tor gefressen. Ja. Für einen Spieler, Mann. Für einen Spieler wie Michael Dennis kann das schon sehr stark an der Psyche kratzen. Ja, was Psyche, es wird ihn halt ärgern so. Und ich weiß nicht, er ist aber erfahren genug, dass er jetzt nicht zu aufgedreht jetzt, also dass er jetzt so überdreht. Auf jeden Fall, ansonsten wäre er kein Nationalspieler. Es wurde gestern übrigens kurzzeitig Thompson ausgewechselt und Fabi kam rein und später dann wieder Thompson. Ah ja. Das war der bisher einzige Wechsel der deutschen Nationalmannschaft. Schön, dass du es mir nach 2 Minuten auch mal sagst. Ich habe auf die richtige Gelegenheit gewartet. Okay. Immer weiterhin ein sehr schnelles Spiel. Ich denke, alle wird echt nicht viel Zeit gelassen, um sich wieder zu orientieren in der Defense. Wir müssen sehr, sehr schnell agieren. Und Laufspiele sind natürlich da auch immer sehr gefährlich. Michael gibt den Ball an Oliver ab. Der wirft von der 1 auf die 7, machen einen Sidewechsel, ja. Kein Problem für die kanadische Nummer 7. Also diagonale Bälle sind auch gern gesehen gerade, oder? Bei den Kanadiern ist es auf jeden Fall auffallend. Währenddessen Oliver Hörauf weiterhin versucht, mit hohen Zahlen zu punkten. Ich glaube, seine Anweisung ist wirklich sehr viel auf die hohen Zahlen zu gehen und eben das von allen möglichen Positionen. Also eben auch, wenn er rüberläuft, dann immer auf die hohen Zahlen. Jetzt hatten wir gerade auch von Thomas einen Ball auf die 5. Währenddessen sich der linke Flügelspieler von Kanada verstärkt auf die niedrigen Zahlen konzentriert. Starker Ball. Es sind noch 3 Minuten 40 zu spielen in der ersten Halbzeit. Angriff von rechts war das gerade. Und wieder Konter. Was ein schönes Tor. Ja, von Dennis, ne? Genau. Aber ja, das waren jetzt ungefähr 4 Sekunden, habe abgezählt. Na egal, wie gesagt, ist ja kein Drama. Ja, es ist wichtig, jetzt die Defense zu halten. Beim letzten Mal hat man, glaube ich, das Gegentor direkt gefressen. Da ist wichtig, die Konzentration eben oben zu halten. Die Qualität hat man auf jeden Fall. Du sagst es. Wir sind jetzt noch bei circa 3 Minuten und sehr unglücklich der Ball, sehr unglücklich. Nun eine Auswechslung von richtig, ich habe Official Timeout wohl genommen. Ach, Official Timeout, ich habe gedacht eine Auswechslung, Entschuldigung. Nee. Ich habe mich gerade gewundert, was du meinst. Das sah auch, weil die Nummer 6 so zur Trainerbank gelaufen ist, wie eine Auswechslung aus. Aber immer die erste Timeout. Ja, die mussten gerade checken, ob der Ball wirklich drüben war. Ich weiß nicht, ob die das mit den Torrichtern kurz abgeklärt haben. Es war ein sehr... Also ich gebe zu, ich habe ihn nicht drin gesehen. Allerdings haben wir auch nicht die perfekte Kameraperspektive. Dafür sind natürlich die Torrichter perfekt geeignet, um da wirklich zu sagen, ist der Ball drin gewesen oder nicht. Ja, generell muss man auch sagen, eben aus von außen, das immer zu, also ich finde das von außen natürlich, kann man das immer behaupten, dass er nicht drin war oder so, aber die stehen ja direkt da und haben dann einen viel besseren Blick drauf als hier von der aus der Perspektive. Dementsprechend aber natürlich auch ein schönes Tor von Thomas Steiner. Absolut. Ja. So, Kanada jetzt mit dem nächsten Wurf nach der Timeout. Eine 5-5. Ah, schön gehalten.
Man merkt es den Deutschen an, die sind gerade richtig. Das nächste Tor von Oliver Hörauf. Wieder relativ zentral. Naja, die nehmen gerade den Center komplett hops. Also und, das ist und da kommt auch schon die Substitution von Kanada. Der Center wird gewechselt, die Nummer 1 geht hinaus und die Nummer 2 kommt herein. Ja, das ist absoluter Psychokrieg. Die hämmern die ganze Zeit auf ihn drauf, machen ihn komplett irre da und der muss halt rausgenommen werden, wenn er mit den Bällen halt nicht klarkommt. Und das feiern jetzt die Deutschen natürlich, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Und Der Kameramann wollte da gerade ein schönes Bild vom deutschen Nationaltrainer Stefan Weil auffangen. Und immer kam Reno Tiede, der Co-Trainer, mit seinem Gesicht im Bild und hat den Autofokus zerstört. Das war eine witzige Situation. Reno immer im Fokus, ey. Mann. Die Nummer 6 von Kanada hat den Ball, läuft auf die 1 und wirft eine schnelle 1-2, aber kein Problem für Oliver Hörauf. Hast du jetzt eigentlich gesehen, wo der neue Spieler hing ist? Ist es ein auf Center-Wechsel? Auf dem Center. Es war wirklich einfach nur ein Center-Wechsel. Okay. Das muss man ja sagen, viele Mannschaften haben tatsächlich einfach positionsgetreu einen Ersatzspieler und es gibt eben so auch eben Teams wie bei Deutschland, die super variabel sind. Also du kannst mehrere Spieler halt auf verschiedene Positionen halt bringen. Du bist komplett flexibel und das ist natürlich eine super Stärke. Ich überlege gerade, gibt es irgendein Mitglied der Nationalmannschaft, was nicht auf zwei Positionen spielen kann? Das war ein offensichtlich Show Long Ball. Ich überlege gerade, eine Nils würde tendenziell eigentlich nur rechts eingesetzt werden. Aber er kann auch centern, also so ist nicht. Also, ja. Definitiv. Aber in der Nationalmannschaft würde er eigentlich. Und Micha ist aktuell auch eigentlich nur Linksspieler. Aber er kann natürlich auch alle Positionen spielen. Das stelle ich nicht in Frage. Sehr zentral geworfen, gerade der Penalty von Michael Dennis. Kein Problem für die Nummer 6 von Kanada. Wo ist denn der angelaufen? Von links? Oder war es? Von links. Ja, okay. Unglücklich, ja. Ich weiß nicht, was er bezwecken wollte. Ob ihm der Ball aus der Hand gerutscht ist oder so. Das ist natürlich ärgerlich. Ging sehr auf die 3 gerade von Micha? Ja, würde ich sagen. Okay. Wir sind noch bei knapp 1 Minute 44. Und es steht 7-2. Genau, und ja. Da war auch gerade wieder ein sehr gefährlicher Ball, der fast über den Centerspieler drüber ging. Also nach wie vor scheint der Centerspieler eine Priorität zu sein, wenn es darum geht, Tore zu erzielen. Und zwar in Form von Überbouncen. Und gerade schöne Rettungsaktion der Deutschen. Ist mich ja schön hinterhergegangen. Und bewahrt die Deutschen vor einem weiteren Gegentor halt. Ja. Wir hören auch wieder schön laut die Ansagen von Thomas Steiger, wo sich gerade der Ball befindet. Und ein Longball von Oliver Hörauf. Das ist eine absolute Maschine. Selbst ein flacher Ball wird bei dem Long. Also der war ein bisschen dreckig, aber ich würde ihn noch fast als flach einkategorisieren. Aktuell steht er noch am Tor. Die kanadische Nummer 6 wirft. Er geht zur 3-Meter-Linie vor. Nach wie vor auf der Mitte. Oliver, hör auf. Der Ball geht rein. Leider kann ich nicht sagen, wo er hineingegangen ist. Dafür hat die Kamera zu spät gewechselt. Aber scheint eine hohe Zahl gewesen zu sein, dadurch, dass der von Portugal aus gesehen rechte Torrichter den Ball geholt hat. Und Mario versteht es einfach nicht. Naja. Ist natürlich jetzt bitter, eben so ein Tor zu kassieren, also in Form eines Penalties, weil man absolut deutlich führt und es sind wirklich nur Zentimeter, die das dann den Unterschied machen zwischen Longball oder nicht Longball bei Oliver. Aber es ist natürlich einfach bitter. Das war gerade eine schöne Rettungsaktion von der portugiesischen Nummer 7. Kanadischen. Kanadischen. Und da haben wir wieder das Tor. Thomas Steiger auf der 4. Der Center scheint es zu sein. Der Center scheint
Ja, der musste auch erstmal jetzt hier reinkommen in dieses Spiel und jetzt haben wir auch eine Official Star Mode wegen Equipment Check aufgrund der Eye Shades beim Center von Kamera. Ja. Ja, der musste erstmal hier reinkommen in das Spiel. Das ist eine sehr krasse Offensive, die die Deutschen hier an den Tag legen und dann direkt aus dem Kalten heraus fast schon da aufs Feld zu kommen und direkt die Bälle halt halten zu müssen. Das ist schon eine schwere Aufgabe. Der Ball war gerade sehr nah am Longball. Sehr gefährlich von Kanada. Ja, aber vielleicht eben auch so einkalkuliert. Also viele Würfe sind ja wirklich schon so häufig gemacht worden und sind halt also abgepasst. Und das nächste Gegentor für die Kanadier. Da ist die Nummer 6 komplett am Boden. Und wir haben schon wieder einen Equipment-Check. Diesmal bei der Nummer 6. Also, Nummer 6 der Rechtsspieler? Der Links... von Deutschland aus gesehen der Rechtsspieler. Ja. Nee, warte. Mann! Von Portugal aus gesehen der Rechtsspieler. Ja, die 7 hat mich gerade kurz verwirrt. Ja, alles gut. Also der Rechtsspieler von Kanada. Genau. Ja. Also, also nicht nur die Tore fallen, sondern auch die Brillen. Was ein Zitat, Flo. Was ein Zitat. So, die 7, glaube ich, läuft drüber. Ja, war leider schon wieder etwas spät umgeschaltet. Da geht ja... Oh, schon wieder ein Tor. 3,5 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit kassiert Kanada schon wieder auf der 4 ein Tor. Also ich möchte nicht sagen, ich glaube, ich habe 10-3 getippt im Tippspiel. Naja. Ich glaube, Deutschland ist on fire. Und Halbzeit. Bisher ein sehr dominantes Spiel der Deutschen, haben zwischenzeitlich ein bisschen gewackelt. Von den drei Gegentoren war ein Penalty-Tor noch dabei. Und die anderen sehr unglücklich gefallen, aber Deutschland hat sich da nicht aus dem Konzept bringen lassen und hält die Offensive extrem hoch und naja, ist mit einem 10-3 in der Halbzeit jetzt deutlich in Führung. Flo, was können wir jetzt in der zweiten Halbzeit erwarten? Bringt der Bundestrainer jetzt einen weiteren Spieler, um denen nochmal Spielpraxis zu geben? Auf jeden Fall, das kann ich dir sagen. Denn zum einen ist Stefan Weil gerade dabei, den Wechsel anzusagen. Und zum anderen haben wir gesehen, dass Michael Dennis das Feld verlassen hat. Ich muss nur ganz kurz herausfinden, wer reingekommen ist. Und keine Ich würde jetzt vermuten, dass Fabi als erstes kommen würde. Vielleicht geht er auf Center und Thompson nach links. Das könnte ich mir vorstellen. Als andere würde ich jetzt... Das sieht nach Fabi aus. Das müsste Fabi sein. Ja. Würde ich jetzt auch vermuten. Ja, das ist halt wirklich die... Ich meine, selbst wenn jetzt ein Olli oder so nicht gut drauf wäre, zum Beispiel beim Nations Cup war er noch angeschlagen und konnte halt nicht komplett spielen und da hat Fabi auf rechts so einen unfassbar guten Job gemacht. Das heißt, den kann man da auch bringen. Thompson links und Center richtig gut. Micha auch ein super wichtiger Spieler auf links und Olli halt auf rechts. Notfalls kann er auch auf links oder so spielen, aber es geht ja darum, die haben eine extrem hohe Variabilität halt und ich bin sehr fasziniert davon, wie variabel die das eben aufstellen können. Und genau, von daher ist das hier, kann man die einfach ein bisschen ausprobieren, wie es am besten läuft. Und Fabi hat sich in den letzten Jahren auch so krass weiterentwickelt. Das ist wirklich so ein Top-Center geworden. Genau, da bin ich jetzt gespannt, wie er ins Spiel reinkommt. Ist ja jetzt eine Halbzeit lang auf der Bank gewesen und jetzt halt wieder reinzukommen, ist halt schwierig. Ebenso wie bei dem kanadischen Center, der jetzt vorhin eingewechselt wurde. Da bin ich gespannt, wie das jetzt läuft. Ja. Hast du noch Gedanken, die du teilen möchtest, Flo? Ich habe gerade kurz geschaut, ob es bei Kanada eine Auswechslung gibt, aber es sind nach wie vor... Ah nee, doch, es gab eine Auswechslung. Die Nummer 7, also der linke Flügelspieler, ist hinaus und dafür auf der Position des linken Spielers kam die Nummer... Es sieht wie eine 8 aus. Die Nummer 8. I think the
Ich glaube, was wir mal tun sollten für die nächsten Spiele, so wäre mal vielleicht aufzuschreiben, welche Spiele halt gestartet sind, damit wir wissen, ob die zum Beispiel irgendwelche Spieler vom Anfang irgendwie mit reinbringen, weil ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, mit wem die alles gestartet sind. 617. 617. Ah ja. Mario, ey. Ah, ist das gut. Ich habe vorhin auch nur gehört, Chemnitz ABC. Naja. Naja. Aber ich meine, man muss ja auch dazu sagen, es ist nicht einfach zu kommentieren, vor allem nicht halt in einer anderen Sprache. Von daher meinen Respekt dafür, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam. Das muss man schon echt dazu sagen. Auf jeden Fall. Und wir haben das von dir angesprochene Aufstellung bei Deutschland. Links Thomas, Mitte Fabi und rechts Oliver. Ich glaube, die hattest du angesprochen. Ein sehr ungünstiger Ball von Fabian direkt in die 2 hineingelenkt beim Verteidigen. Und somit direkt... Oder? Ja. Nee. Okay, ja doch, es war ein Tor. Mario hat zwar kurz vermutet, dass es ein Longball ist, aber... Ich glaube, die Schiedsrichter haben die Linien schon ganz gut im Blick. Das hat er dann auch gesagt. Er hat gemeint, Bas Spahns eine... Bas... Ach. Hier bitte den Nachnamen von Bas einfügen. Ist ein sehr talentierter Schiedsrichter. Ja. Wir wissen, Mario hält sehr viel von Bas, sodass er auch sehr oft, wenn er in Bundesliga-Spielen der Meinung ist, etwas ist hier nicht mit rechten Dingen zugelaufen, immer wieder auch Bas zitiert und Beispiele von Bas bringt. Bas Barnes war, glaube ich, auch einer der Schiedsrichter, die beim ersten Bundesligaspieltag ausgeworfen haben, oder nicht? Genau. Staupen Niederländer? Nee, wer war der andere? Auf jeden Fall, Bas war einer davon. Ja. Naja. So, haben wir da noch Besuch bei Flo. Aber gut. So, links kommt der Ball bei Kanada rein. Kommt aber direkt wieder bei Deutschland rein. Keine Gefahr. Olli hat den Ball. It's improbable because you're gonna be here with us. So, Thomas hat den Ball, läuft auf die rechte Seite mit Drehung und ein nächstes Tor. Auf der rechten Seite, wenn ich das richtig erkannt habe. So, damit ist wieder die alte 7-Tore-Führung hergestellt, aber da war wieder eine kleine Unsicherheit bei den Deutschen gerade eben. Olli wirft mit einem hohen Bouncer, aber kein Problem für die Kanadier. Jetzt der nächste Angriff von rechts. Aber schön gehalten. Der von den Deutschen. Nächster Angriff von Thomas Steiger war es und schöner Konter der Kanadier. Olli geht auf die linke Seite und wirft einen schnellen Ball. Aber kein Problem für die Kanadier. Schön gehalten. Ball wieder von rechts. Und eine nächste Timeout. Der Deutschen? Bin mir gerade nicht sicher. Nee, doch nicht. Sorry. Bei Olli kommt der Ball rein, trifft sich mit Steiger in der Mitte. Ball ist links. Von Steiger, aber wirft ins Aus. Da bin ich wieder. Das passiert, wenn man sagt, man möchte nicht gestört werden. Hätte ich auch muten können. Ich habe keinen Mute-Knopf am Laptop, den ich einfach so betätigen kann, ohne dass das Aufnahmeprogramm irgendeinen Mist anstellt. Schade, schade, der Ball. Der war gut. Hast du nicht irgendwie an deinem Mic oder so irgendwas dran? Nee. Hast du einen Knopf umlegen? Ja, ja.
So, in der Zeit ist, als du weg warst, ist ein Tor, Gegentor, nee, doch, ist ein Tor für der Deutschen gefallen. Und Tor, jetzt dann kam ein Gegentor und jetzt wieder ein Tor, was über den über die Beine des Centers drüber ging. Im Gegentor kam nicht mehr. Das war ja das am Anfang, was Fabi kassiert hat, danach aber nicht mehr. Oh, okay, dann hat schon falsche Erinnerung. Entschuldigung. Alles gut, jetzt haben wir wieder jetzt haben wir sogar eine 8-Tore Führung. Es wird spannend. Gibt es eine Substitution? Nee. Ich habe manchmal auch die ganze Substitution, das ist so verwirrend. Das war jetzt eigentlich ein Longwall von Kanada? Sagst du. Auswechslung bei Deutschland. Ich bin gespannt, wer reinkommt. Oliver geht und... Ui! Die Nummer 4 kommt. Aha. Oh ne, soll jetzt hier Tausch auf rechts? Was soll denn das? Mann, Mann, Mann. Und das ist aber gewagt. Da haben wir die Maschine von GC Schnitzel auf dem Feld. Mit der Nummer 4. Philipp Tauscher. Flauschi. Philipp Flauschi Tauscher. Wenn er sich diese Aufzeichnung anschaut. Wenn er sich diese Aufzeichnung anschaut, bringt er uns um. Tja, soll er mal erstmal wieder nach Deutschland kommen hier. Also, wenn es morgen kein Video von GC Schnitzel gibt mit dem nächsten Kommentar des deutschen Spiels. Ist er auch nach rechts gegangen? Ja. Ja, okay. Aber bei Tauschi ist ein extrem variabler Spieler, der hat sehr viel jetzt auf links immer gespielt. Ist es eigentlich schon fast gar nicht mehr gewohnt, rechts zu spielen. Eigentlich, früher eigentlich eher als Center mal eingesetzt, aber schöner Pfostentreffer von Thomas übrigens. Genau, aber der ist super variabel einsetzbar und das ist wirklich sehr bemerkenswert. Sehr, sehr stark in der Defense, außer auf rechts. Mit Ausbällen kann man ihn aber auch nicht überwinden. Zum Steiger wieder den Ball von links. So muss das mit der Verteidigung. So muss das. Wer hat gekontert von den Deutschen? War das Tauschi oder? Nee. Ich hab's nicht genau gesehen. Ich leider auch nicht, nur im Augenwinkel. Naja. Ja. Wir müssen uns ebenfalls eine Replay-Mechanik für unsere. Was ein schönes Tor von Thomas Steiger. Jetzt fehlt nur noch ein Tor. Ja, Timeout würde ich sagen. Fehlt nur noch ein Tor zum K.O. Ich würde sagen, das muss jetzt Tauschi machen. Philipp Tauscher mit dem entscheidenden 10er Vorsprungtor gegen Kanada. Wir haben gar nicht erwähnt, dass das sein WM-Debüt ist, ne? Das dürfte sein WM-Debüt gerade sein. Stimmt. Philipp Tauscher ist neben Fabian Dien, der auch schon spielen durfte, und Nils Emich, der bisher noch nicht spielen durfte, einer von drei WM-Debütanten des deutschen Nationalteams. Und dies ist jetzt auch sein allererster Einsatz bei einer Weltmeisterschaft. Letztes Im Jahr Herrenbereich, Im Herrenbereich. Letztes Jahr gab es schon den ersten Einsatz in einer Europameisterschaft. Penalty von Kanada. So, wer wird werfen? Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall, er hat Thomas natürlich schon eine Jugendweltmeisterschaft hinter sich. Was? Thomas hat den Ball gehalten. Naja. Zumindest sieht jetzt aus. Genau. Immerhin. Mann. Ja. So, dann hat Kanada noch eine Chance, hat nochmal Glück, dass sie jetzt nicht direkt wieder
die nicht jetzt abgebrochen wurden. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? Über es wären Minuten? Noch 7 Minuten und 8 Sekunden zu spielen. Sehr knapper Ball von Thomas Steiger, sehr stark am Longball. Der wirft jetzt auch sehr, sehr viel, übernimmt sehr viel Wurfverantwortung gerade in diesem Spiel. Ah, da geht der Ball auf die 3, auf die Beine von Philipp Tauscher und wird dann in die 1 hineingelenkt. Ein schönes Tor von Kanada. Bitte. Von wo war der geworfen? Es müsste vom linken Flügelspieler gewesen sein. Also es müsste eine niedrige Zahl von Kanada aus. Ja. Schneller Konter von Fabian Diem auf die 7. Ein Problem. Jetzt wieder Thomas Steiger von der 1 diagonal auf die 5, aber auch hier ist Kanada dicht. Das klang falsch. Pappalapapp! So viele Insider. Mann, du. Jetzt hat zumindest hat Tauscher jetzt noch ein bisschen mehr Chance auf mehr Spielzeit. Ich glaube, der hat jetzt schon mehr gespielt als bei der EM in der Türkei. Ich glaube, noch eine halbe Minute Spielzeit und dann hat er mehr. Wir haben hier übrigens jetzt die Situation, dass Thomas Steiger direkt an der 3-Meter-Linie verteidigt, Fabian Diem verteidigt etwas vor der 3-Meter-Linie und Philipp Tauscher etwas hinter der 3-Meter-Linie. Ja, alles relativ gleich, jeder so wie er sich da halt am Wurzeln fühlt, aber wichtig ist ja, dass man vorne, dass man weiter vorne ist eben und eben kompakt verschiebt, das ist ja das Wichtigste. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wir haben bisher bis auf Nils Emich bereits im zweiten Spiel fast jeden Nationalspieler gesehen. Brasilien, ich glaube, es waren die Männer von Brasilien, haben beispielsweise bereits in ihrem allerersten Spiel gegen müsste ich gerade nachschauen, tut mir leid. Auf jeden Fall gestern bereits in ihrem allerersten Spiel alle 6 Mitglieder des Teams durchgewechselt. Aber Brasilien muss man auch sagen, Brasilien hat auch eine extrem krasse Breite in ihrem Kader. Und das ist wirklich, alle haben so ein hohes Niveau. Da ist das jetzt nicht verwunderlich, dass man da auch wirklich ohne Probleme durchwechseln kann. Deutschland zum Beispiel ist ja auch sehr breit aufgestellt so, aber ich glaube, bei den Brasilianern ist das immer krasser. Ja. Wieder der linke Flügelspieler von Portugal. Eine 3-3 von Kanada. Eine 3-3 an Philipp Tauschers Beinen vorbei. Schade, ich denke, die Auswechslung war schon vorher geplant. Das Substitution. Und da kommt auch die Auswechslung. Philipp Tauscher verlässt das Feld, Michael Dennis betritt es. Interessant. Direkt nach den zwei Gegentoren, die wieder auszuwechseln. Das ist natürlich eine sehr bittere Situation. Wobei ich auch nicht weiß, wie viel Schuld er hatte, weil zum Beispiel ist bei dem ersten Tor, ich weiß nicht, wie weit der in der 3 war, aber so die Ansage ist ja, wenn der Ball jetzt aus Deutschlands Sicht von rechts kam, ist der Schnitt eigentlich schon Center-Aufgabe. Und vielleicht war er einfach nicht weit genug, also vielleicht war er einfach so gut da rein platziert, dass er eben nur mal mit den Fußspitzen rankam. Da wurde auch gerade Fabian Diem geachselt, der auf die Position von Philipp Tauscher gewechselt ist. Also nun bei Deutschland links Michael Dennis, Mitte Thomas Steiger und rechts Fabian Diem. Sehr interessant und da ist das Spiel schon wieder, naja, also auf jeden Fall ein bisschen an Dominanz ist verloren. Viele Gegentore ist nochmal kassiert. Wie steht's jetzt? Hier steht 6-13, war es nicht eigentlich, müsste es jetzt nicht schon 7? Oder passt 6? Weiß es gar nicht. Ich glaube 6-13 müsste passen. Hier haben wir einen Timeout von Deutschland. Spätestens beim nächsten Tor wissen wir den richtigen Stand. Aber
Fabi hat doch jetzt auch kassiert, oder nicht? Oder ging der ging gegen Pfosten dann ins Aus, aber... Ach so, sorry, da habe ich es falsch. Ja, das war für mich ein bisschen blöd formuliert, aber was ich damit sagen wollte... Okay, dann passt 6. 13. Die niedrigen Zahlen sind vermutlich die Stärke von Kanada im aktuellen Spielabschnitt. Beziehungsweise die Schwächen der Deutschen. Deutschland müsste für einen vorzeitigen Spielabbruch noch 3 Tore erzielen oder jetzt noch 4 Minuten und eine Sekunde einfach laufen lassen. Ja, dann hätten sie das normal gefunden, ja. Direkt denke, man im Aus angesetzt von Thomas Steiger. Laufspiel von Kanada. So, er wird wieder ordentlich gefeiert auf dem Feld. Sowohl Kanada als auch Deutschland haben 2 von 3 Startspielern bisher durchgewechselt. Bei Kanada ist von Anfang an bisher noch die Nummer 6 auf dem Feld der rechte Flügelspieler. Bei Deutschland ist es Thomas Steiger. Schönes Ding. Schön gehalten von Thomas. Ein etwas aushungernder Ball von Michael Dennis, würde ich sagen. Ja. Der direkte Konter. Ei, aber ein Longball. Bitter. Da wollte er zu viel. Aber es ist halt auch bei 3 Meter Verteidigung, den erstens vor der Halberlinie aufzusetzen, ist schon schwer. Und dann hat man halt auch nicht mehr so viel Platz zur Longball-Linie. Gleichzeitig, naja, bevor es mit dem Penalty losgeht, haben wir nochmal einen Equipment-Check auf der Seite von Kanada. Der Spieler mit der Nummer 6 lässt noch einmal seine Brille kontrollieren. Oder sie wird noch einmal kontrolliert, ob sie perfekt sitzt, beziehungsweise dass er sie nachrichten kann. Vielleicht gerade nochmal ein bisschen Ball dagegen bekommen oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirft der Spieler mit der Nummer 6 auch den Ball von der 1. Michael Dennis hat sich bereits auf die niedrigen Zahlen gelegt und blockt den Ball ohne Probleme und trifft dabei fast auch wieder den Werfer. So weit nach außen wird er geblockt. So weit nach auf das andere Feld wird er geblockt. Sehr schön. Ja. Gut, gut, gut erkannt. Schön mitgegangen mit dem Ball quasi und hat sich da gar nicht beeindrucken lassen. Erneut wieder im Aus aufgesetzt, der Ball von Thomas Steiger, auch wenn mir Mario das vorweggenommen hat. Ja, das Ding ist bei Thomas, bei Thomsons Wurf, Bild ist, also er hat eine sehr rechte Drehung, oder also beziehungsweise einen sehr rechten Abwurf. Und wirft ihn sehr krass eben rechts auf und er versucht, sein Signature-Move ist quasi von der 7 in die 5 den Ball reinzuhauen, weil er den extrem weit außen aufsetzen kann und dann den Winkel eben sehr spitz in die, mit dem Winkel sehr spitz in die Defense halt reinkommt. Und das ist halt sehr riskant natürlich, wenn du dann so weit vorne und so weit außen bist, dass der auch mal eben ins Ausgehen kann, wenn du dich einen Zentimeter zu weit rechts hinstellst. Ja, das ist wirklich eine Millimeterentscheidung geführt. Erneut eine Brillenkontrolle bei Kanada. Und es wir haben noch 2:32. Ja, noch 2,5 Minuten. Was ist deine Einschätzung? Werden wir einen vorzeitigen Abbruch haben oder werden diese 2 Minuten 30 jetzt auf der Uhr runtergespielt werden? Also aktuell strahlt Deutschland nicht so die höchste Torgefahr aus. Vielleicht kommt es jetzt nochmal, aber ich würde mal vermuten, dass es jetzt entspannt zu Ende gespielt wird. Aber ich meine, das Wichtigste ist, die 3 Punkte mitzunehmen. Und genau, es ist jetzt nicht entscheidend, ob man... Natürlich ist Tordifferenz wichtig, aber die werden es jetzt versuchen, sicher nach Hause. Eine schöne
1-1 von der kanadischen Nummer 8. Bitter. Das sind halt ja gerade wieder diese individuellen Probleme. Das ist, es darf halt einfach nicht passieren. Und ja, bitter. Ich bin kurz verwirrt, was wir jetzt gerade haben für eine Situation. Wir müssen noch eine 6-Tore-Führung. Allerdings ist das bei ca. 2 Minuten, die noch zu spielen sind. Ja, das ist eigentlich sollte. Das sind jetzt noch ca. 8 Würfe pro Mannschaft. Maximal 9. Und das sollte eigentlich nichts mehr anbrennen für die Deutschen. Aber schauen wir einmal. Wir sollen den Tag bekanntermaßen nicht vor dem Abend loben. Und ein... War es ein Halber oder Longball? Auf jeden Fall ein Penalty gegen die Nummer 8 von Kanada. Bitter in so einem späten Moment in der Halbzeit. Und ja, aber er versucht jetzt ja ein bisschen nochmal eben aufzudrehen. Ich verstehe das schon. Aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich. Aber ist natürlich aus Werfersicht. Ein 2-2er-Tor von Michael Dennis. Somit wieder die 7-Tore-Führung. Solide gemacht. Ja. Damit jetzt 14-7. Für Deutschland. Ein sehr hoher Stand. Ich überlege gerade, ob irgendjemand einen 7-Tore-Differenz getippt hat. Ich. Ich habe 10-3 getippt, wenn ich mich richtig erinnere. Das wissen wir gleich. So, noch 1:38. Ich finde, das Spiel zieht sich jetzt ein bisschen. Vielleicht hat man auch schon ein bisschen erwartet, dass der, dass es ein K.O.-Ding wird. Aber, naja, ist halt... Du hast ein 10-3 getippt. Philipp Tauscher war sehr optimistisch und hat sogar einen Abbruchsieg getippt. Hätte Steiger mal den Penalty reingemacht. Bei dem damals noch, ich weiß gar nicht, 13-4, glaube ich, stand es da. Naja, passiert. So, die Deutschen müssen das jetzt einfach nur runterspielen. Noch eine Minute. Und wieder aus. Immer aus aufgesetzt war der. Ich würde den restlichen Kommentar nun an dich weitergeben, da ich ganz kurz einmal verschwinden muss. Gut, dann will Florian wohl nicht das Ende hier miterleben. Ein schön flacher Ball von den Kanadiern, aber kein Problem für die deutsche Defense. Ball kommt bei Fabi rein. Nee, doch nicht. Mich hat auf jeden Fall geworfen und ist nach rechts gelaufen. Von daher habe ich, glaube ich, eine falsche Ansage gemacht. Es tut mir leid. Damit müsst ihr klarkommen. Man versucht jetzt auf jeden Fall noch offensive Akzente eben reinzubringen. Um nochmal die deutsche Defense zu durchbrechen. Ball ist wieder bei Micha reingekommen. Dieser wirft von seiner Seite. Oh nö, und ist auch ein Tor gefallen. Och, Kanada, kannst du bitte nochmal hier liefern? Ich brauche meine 7-Tore-Differenz. Das wäre jetzt schon mal schön. Ihr habt jetzt noch über 40 Sekunden Zeit, das schafft ihr. Deutschland und Defense, das ist ja immer so ein Ding. Kriegt ihr hin. Aber es gibt auf jeden Fall erstmal eine Timeout. Ich denke, jetzt wird nochmal durchgesagt, was hier, dass man nochmal eben die letzten 40 Sekunden einfach solide runterspielen soll. Vielleicht nichts mehr Riskantes, vielleicht keine Penalties mehr verursachen, damit das Ergebnis nicht noch höher getrieben wird. Und ich denke mal, der deutsche Bundestrainer würde jetzt nochmal im Zeitspiel fordern, dass man das ganz entspannt runterspielt, kein Risiko mehr geht und einfach sicher in der Defense steht, damit man nicht noch ein Gegentor kassiert.
Dieses 15-7 dürfte bisher eins der höchsten Ergebnisse hier bei der WM sein. Mit 22 Toren. Da müsste ich nochmal die Liste mir anschauen mit den ganzen Ergebnissen bisher, aber es ist schon ein sehr hohes Ergebnis. Und mit dieser defensiven Leistung wird es Deutschland auf jeden Fall erstmal schwer haben gegen noch stärkere Offensiven. Aber die können sich natürlich auch erstmal noch fangen in diesem Turnier. Man probiert ja auch einiges aus. Man hat ja auch nicht in der Startaufstellung durchgehend gespielt. Von daher ist das auch, muss man dieses das eben auch betrachten. Jetzt noch 16,8 Sekunden. Ball ist bei den Kanadiern. Ball kommt vom Kanal aus links rein. Und nochmal ein Longball. Ein Longball von dem, ich würde es auch mal schätzen, von der Nummer 8, weil der kam von links. Deutschland hat die Defense auf jeden Fall gefeiert. Und es dürfte jetzt Michael Dennis sein, der ein Tor macht. Genau. So, perfekt. Kurz vor Ende des Spiels bin ich wieder da. Und es steht 16-7 und damit ist mein 7-Tore-Vorsprung auf jeden Fall dahin. Mann, Mann, Mann. Bitter. So, Angriff von 1,3 Sekunden. Wird es irgendwas wie ein Timeout geben? Nein, wird es nicht. Ich bin gespannt, ob Weiß festgehalten wird oder ob jetzt nochmal der K.O.-Sieg probiert wird. Gehen auf K.O. Aber im Aus, Mann, Mann, Mann. Somit gewinnt Deutschland mit 16-7 gegen Kanada und kann den, wenn deine Erinnerung richtig ist, 10-2 Sieg zum Nations Cup noch einmal toppen. Ja, wobei man auch sagen muss, dass dieses Ergebnis sehr hoch war, also rein defense-technisch war es auf jeden Fall eine Verschlechterung zu dem letzten Mal. Allerdings, man darf nicht vergessen, dass sie eben viel durchgewechselt haben und ein bisschen ausprobiert haben. Von daher muss man dieses Ergebnis auch ein bisschen differenzierter betrachten. Ein 16-7 ist schon krass hoch, 23 Tore sind hier gefallen in diesem Spiel, das ist schon sehr viel und ich denke, auf jeden Fall Deutschland muss nochmal in der Defensive ordentlich zulegen, wenn man nochmal gegen zum Beispiel Brasilien besser mithalten will oder dann, wenn man ins Viertelfinale einzieht, gegen einen der anderen Viertelfinalisten. Aber auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, ein Pflichtsieg und die ersten 3 Punkte, die Deutschland in diesem Turnier geholt hat. Jetzt bin ich gespannt, wer der Spieler des Spiels ist. Wollen wir das noch kurz abwarten, oder? Ich weiß, wie lange das... Oliver, hör auf, ist der Spieler des Spiels. Ja. Wurde zwar ausgewechselt, aber... Ja, er hat auf jeden Fall gut dazu beigetragen, dass Kanada auseinandergenommen wurde am Anfang. Definitiv. Da überreicht ihn Bas Barnes den Pokal und das Erste, was ein Oliver Hörauf einem Chemnitzer Spieler einfällt, ist natürlich der altbekannte Arschgrabscher. Logisch. Na gut, dann verabschieden wir uns erstmal für heute. Wir hören uns bei einem der nächsten Spiele spätestens morgen zum nächsten Deutschlandspiel. Aber ja, genau. Ich verabschiede mich. Und Flo hat die letzten Worte. Auch von mir ein Dankeschön fürs Zuschauen. Tauschi, wenn du das schaust, wir müssen noch am Leben bleiben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.